die ihre ganze Liebe in dieses Projekt gesteckt hat, dass es heute steigen kann. Geld oder Liebe, was ist wirklich wichtig? Es tut mir leid, Mama, ich wollte nie, dass du warst. Bitte verzeih, Mama, so viele Krisen daheim. Ich war so wütend auf die Welt, auf die Schule und die Religion. Die Politik, die Heuchelei, so sucht ihr echt die Rebellion. Sag mir, was denn los ist, kein Plan, ich warte nur. Ich glaub, wir lernen vieles erst auf die harte Tour. Das, was ich heute weiß, heute kann und heute mach, hab ich nur geschafft, weil ich verdammt gute Freunde hab. Du passt es so an, voll, wenn ich mal nicht weiterkomme. Doch ich kann immer weiter, manchmal halt nicht gleich noch Plan. Im Endeffekt weiß man nicht, wohin die Reise geht. Geld oder Liebe oder was ist, wenn auch beides geht. Irgendwann wurde mir klar, dass ich was ändern muss. Ich machte mir von diesem Tag gar nicht länger rum. Das Gleichgewicht zu alt ist eine hohe Kunst. Viele schätzen sich zu Tode, was ist los mit so? Weiß ihr, was hier los ist? Ich kann es nicht verstehen, sag mir, was hier los ist. Ich kann es nicht verstehen, Geld oder Liebe, es gibt keinen Kompromiss. Oder doch, oder nein, Mann, ich weiß es doch nicht. Sag mir, was hier los ist. Ich kann es nicht verstehen, sag mir, was hier los ist. Ich kann es nicht verstehen, Geld oder Liebe, es gibt keinen Kompromiss. Oder doch, oder nein, Mann, ich weiß es doch nicht. Welchen Weg soll ich stehen? Welchen Weg soll ich stehen? Welchen Weg soll ich stehen? Du bist ganz genau, siehst du hart zu gehen. Welchen Weg soll ich stehen? 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 Zwischen Geld oder Liebe, wie viel Leid, wie viel Schmerz ist mein Eltern geblieben? Diese Frage, sie kriegt und sie schaut sich im Kopf. Hätte ich studiert, hätte ich auch keinen Job. Bin geboren im Leid und gespielt im Schmerz. Auf der Jagd nach dem Geld ist die Liebe nichts wert. Wir verlieren unser Herz, wir checken unseren Geldbestand, passen uns der Kälte an und aus dieser Welt verlassen. Diese Welt mit meinem Herzen sehen, eine Welt, in der die Menschen sich auf Werte sehen. Ich sah so viele Menschen fallen, die die Liebe mal verlassen haben. Und aus Liebe wurde Hass gemacht. Sag mir, was hier los ist. Ich kann es nicht verstehen. Sag mir, was hier los ist. Ich kann es nicht verstehen. Geld oder Liebe, es gibt keinen Kompromiss. Oder drauf oder nein, Mann, ich weiß es doch nicht. Sag mir, was hier los ist. Ich kann es nicht verstehen. Sag mir, was hier los ist. Ich kann es nicht verstehen. Geld oder Liebe, es gibt keinen Kompromiss. Oder drauf oder nein, Mann, ich weiß es doch nicht. Welchen Weg soll ich nicht mehr? Solche Tage, wo es tief in der Nacht ist. Manchmal fehlt die Harmonie und da klappt nichts. Einer für alle, alle für einen, wenn man schwach ist. Jeder hat seine Dämonen geknockt. Diese Welt ist abgeflacht. Ohne Gott und die Politik-Chefs, die über unsere Gelder verfügen, verwickelt in uns geschickte Netz. Einer weg von der Lüge, du weißt, was ich meine. Wir fühlen beide das Gleiche, konfrontiert mit den Zeichen. Und denken meistens zur Seite, wir fighten alleine. Für diese gleißenden Scheine, so fein zu uns in den Wind und treiben leise ins Freie. Ich schweige eine Weile, lass die Wolken vorbei. Sie sehen goldene Zeiten und folge dem Beispiel. Wir helfen und Götter, wie sie die Sagen beschreiben. Und wenn ich reich werde, dann nur um mit den Armen zu zahlen. Sag mir, was hier los ist. Ich kann es nicht verstehen, sag mir, was hier los ist. Ich kann es nicht verstehen, Geld oder Liebe, es gibt keinen Kompromiss. Oder Drop oder Nein, Mann, ich weiß es doch nicht. Sag mir, was hier los ist. Ich kann es nicht verstehen, sag mir, was hier los ist. Ich kann es nicht verstehen, Geld oder Liebe, es gibt keinen Kompromiss. Oder Drop oder Nein, Mann, ich weiß es doch nicht. Ja, danke sehr. Ja, Leute, das war's jetzt erstmal von uns. Wir machen eine kurze Pause. Bis dahin, gehabt euch wohl, passt auf euch auf, bleibt in der Nähe, weil hier gibt es gleich sehr krasse Informationen, Dinge, die ihr unbedingt erfahren müsst in Sachen, was hier so alles abgeht. Weil, ich meine, der Letzte wird ja schon erfahren haben, dass hier irgendwas nicht stimmt. Aber gut, macht euch selber euer eigenes Bild. Wir bedanken uns, dass wir heute wieder hier sein können. Die ganzen Menschen, die ihr hier seht, auch im Hintergrund, das sind alles Leute, die sich hier ehrenamtlich heute engagieren, um diese Demonstration für den Frieden ins Leben zu rufen. Uns war es einfach wichtig, als Musikband auch Lieder für den Frieden zu schreiben.
und nicht uns einfach nur besinnungslos dem Kommerz hinzugeben. Geld oder Liebe, ihr habt selbst gehört. Wir entscheiden uns für die Liebe zur Musik, auch wenn dies eine brotlose Kunst ist, und sind mit unserer Stimme immer dort, wo sie gebraucht wird. Danke, Jens. Und ich möchte mich an dieser Stelle auch ganz herzlich heute bei Jule bedanken und allen Leuten, die das hier möglich gemacht haben. Auch die unsichtbaren Helden, die immer wieder hier hinkommen und uns supporten, unterstützen, ohne die das alles gar nicht möglich wäre. Mach mal bitte einen großen Applaus für die Leute, die das hier möglich machen. Ella, danke sehr. Rüdiger. Genau, und an dieser Stelle möchte ich auch das Mikrofon übergeben. Ich weiß jetzt nicht, wie das Programm aussieht heute. Wer macht hier Reden oder hast du da jetzt eine Ahnung? Ja, das ist ja generell hier bei diesen besonderen Demonstrationen, wo wir auch immer wieder Künstler einladen, so, dass es ein offenes Mikrofon ist. Das heißt, eigentlich wäre es wünschenswert, dass die ganze Bevölkerung mal mit einsteigt, sich hier auch selbst präsentiert. Jeder hat ja seine eigenen Nachforschungen schon betrieben und weiß, was richtig und was falsch ist. Jule, warum seid ihr heute hier? Erzähl doch mal. Also ich persönlich bin heute hier. So, ich schalte das gerade mal an. Danke. Hallo, hallo. Also ich persönlich stehe hier wegen meinen Kindern, wegen der Zukunft meiner Kinder, weil die Kacke einfach mächtig am Dampfen ist. In der Ukraine brennt es, brennt eigentlich auf der ganzen Welt. Und ihr solltet euch langsam mal bewusst werden, was passiert, wenn nicht einfach mal alle anfangen, sich für irgendjemanden hinzustellen, wenn schon nicht für sich selber. Ich finde es traurig, dass es heutzutage so ist, dass es uns so gut geht, dass uns nicht interessiert, was 1000 Kilometer weiter passiert. Dabei spielen wir da mittendrin mit. Ja? Ja, ich denke auch, die Waffenexporte, die sollte man sofort stoppen. Ich denke, da sind wir uns alle einig. Das Problem ist nur, wir leben in einer Scheindemokratie. So die Meinung der vielen Menschen, die wir treffen auf unserem Weg. Man darf zwar alle 4 Jahre seine Stimme abgeben, sie gewissermaßen in einer Urne begraben. Die Parteien schauen aber nicht, was auf der Straße passiert und dass die Menschen Frieden wollen, sondern sie exportieren einfach weiter Waffen, schicken deutsche Soldaten nach Afghanistan und was weiß ich, wo überall hin. Das kann es doch nicht sein. Vielleicht kennt sich von euch jemand ziemlich gut aus und kann mal ein paar Informationen auch hier für die Menschen kundgeben. Denn in den Medien, das wissen wir schon lange, da wird nur noch eine Scheininformation preisgegeben. Da werden jetzt wieder Feindbilder erfunden. Jetzt ist es ja der Putin, davor war es der bärtige böse Terrorist. Es ist immer wieder erstaunlich, was den Medienmachern einfällt. Türkei, aber wir nutzen unser... Türkei, also genau. Was an der Türkei gerade los ist, ne? Das fängt bei TTIP an, bei Teaser, bei Fracking. Googelt einfach, erkundigt euch, guckt kein RTL oder Sat.1 mehr. Mittlerweile weiß die Jugend, wer Deutschland ist, der Superstar ist, aber was abgeht auf der Welt, scheint keinen zu interessieren. Und ich hoffe, es ist ein kleiner Appell, dass sich mal ein bisschen mehr bewegt hier. Und wie läuft das, wenn jetzt jemand bei euch mitmachen möchte? Einfach nur runterziehen. Wie gesagt, wir sind immer mit euch. Mittwochs, Freitags, Kult ist immer da. Ansonsten ab 17 Uhr geht's los am Reichstag. Wir machen jeden Montag einen Lauf durch die City, um zu zeigen, wo die Kacke überall am Stinken ist. Sorry, ich bin einfach ein Straßenkind. Und ja, ansonsten im Internet, Aktivistenkreis Berlin, Wende 2.0. Da findet ihr uns. Super. Also, wenn ihr möchtet, dann kommt jetzt mit uns ins Gespräch. Bleibt noch ein bisschen, darum geht es ja auch auf einer Versammlung, dass man miteinander sich austauschen kann. Auch ich finde es auch wichtig, dass wir unseren Verstand benutzen in der heutigen Zeit. Wir leben im Jahr 2014, da sollte sowas wie ein Krieg der Vergangenheit angehören. Richtig. Das ist die Meinung unserer Freunde hier und die vertreten wir auch gerne. Wir nutzen hier das Demonstrationsrecht. Ja, Ivan, Dominik, Dave und ich, wir sind Künstler und wir haben auch vor einem Jahr schon angefangen, uns zu engagieren, eben mittels unserer Musik, das ist nun mal unser Handwerk. Und deswegen schreiben wir immer Lieder, wie zum Beispiel auch für das Cotty Camp oder für die Friedensbewegung in Berlin. Wir freuen uns, dass wir auch heute wieder dabei sein dürfen. Sprecht uns einfach an, wenn ihr Fragen habt. Ansonsten geht es dann demnächst mal wieder weiter. Genau. Und jetzt möchte ich euch einen aus unserem Aktivistenkreis vorstellen. Das ist die Perita und die wird euch eine Menge über Monsanto erzählen. Danke. Also Perita, das hier ist unser Redner Mike. Das ist vom Klang her am besten. Und immer schön in der Mitte. Okay, mein Name ist Perita. Ich bin ungefähr seit der zweiten Mahnwache am Brandenburger Tor dabei. Habe diesen Sommer mein Leben fast hier auf der Straße verbracht. Teilweise 4-mal die Woche. Und ja, meine Lieblingsthemen sind Monsanto, TTIP, Teaser und Co. Warum eigentlich? Ja,
guckt doch mal, was ihr so jeden Tag einkauft. Das geht beim Essen los. Ihr wisst sicherlich, wenn ihr McDonalds und so weiter liebt, achtet mal drauf, aus was McDonalds seine leckeren Sachen herstellt. Das ist die reinste Genpampe. Genpampe deshalb, ganz Amerika wird, also es wehren sich noch die kleinen Staaten dagegen, nur noch mit Genmais überzogen, überschwemmt. Nicht umsonst hat ja Putin gesagt, er kauft kein US-Mais mehr, weil der gentechnisch verändert und verseucht ist. Und was macht nun Monsanto, Bayer und so weiter? Also nicht nur, dass sie die Pflanzen gentechnisch verändern, wobei ich mich frage, was hat ein Rapsgen eigentlich in der Tomate zu suchen? Und so mal ganz nebenbei, in ganz Nordamerika gibt es keinen echten Raps mehr, da wächst nur noch gentechnisch veränderter Mais. Raps, also das dazu, dass das Zeug nicht sich selber vermehren kann, es kann es. Nein, sie knebeln auch die Bauern. Das heißt, früher war es so, man durfte den Getreide für sich selber aufheben, für die nächste Aussaat. Mittlerweile ist es so, sie müssen jedes Jahr neu kaufen. Dass der gentechnische veränderte Weizen, Mais, Baumwolle und was weiß ich alles, ist so sauteuer, dass die sich hoch verschulden müssen. Dann hat man den Bauern versprochen, ja, wir brauchen weniger Herbizide, Pestizide, Fungizide. Nein, nicht. Es gibt mittlerweile schon Insekten, die sich auf dieses gentechnische Zeug spezialisiert haben und fressen jetzt also nur den Genweizen auf, den Genmais auf und genauso die Genbaumwolle. Das heißt für den Bauern wieder noch mehr Pestizide, noch mehr Fungizide, noch mehr Chemiezeug. Die Böden, also ehrlich gesagt, da wo Monsanto war, könnt ihr gucken, da wächst nichts mehr. Da wächst überhaupt nichts mehr, der Boden ist tot. Ja? Ansonsten leben Millionen von Lebewesen auf einem Quadratmeter im Erdreich. Ja, wenn jemand Garten umdreht und man wirklich alle Mikroorganismen angucken würde, was da alles drin wohnt, es ist nichts mehr. Absolut nichts mehr. Also, wenn ihr was für euch Gutes tun wollt, meidet McDonalds und Monsanto. Ja, vor allem zumindest tut es euren Kindern gut. Der schon etwas älter ist, der ist eigentlich egal, was er ist, aber gerade die Kleinen leiden am meisten runter. Ja, ansonsten Tiefer und Co., die Frage haben wir jetzt auch kommen. Wir haben hier eigentlich in Europa ein ziemlich hohes Niveau an, ja, wie soll ich sagen, Verbraucherschutz. Ja, wenn irgendwas ist, wir haben unsere Verbraucherschutzämter, wir achten drauf, es gibt Essenswarnungen durch, es wird zurückgerufen. Nun ist es aber so, dass in Amerika das nicht kennt. Und wer schon weiß, kann sich ja mal informieren, was passiert eigentlich mit den Staaten, mit denen Amerika jetzt schon ein Freihandelsabkommen hat. Man kann da mal im Internet nachlesen und stelle fest, aha, die amerikanischen Firmen verklagen also die Länder, also die Handelspartnerländer, wenn die Länder auf die Idee kommen, ihre Verbraucher, ihre Bürger zu schützen. Da wird dann einfach verklagt, weil dort ist denen ja Gewinn entgangen. Ja? Das heißt also, dann muss der Staat irgendwie 1, 2 oder 3 Milliarden an diese Firma zahlen. Ist egal, ob das jetzt eine Ölfüge ist oder irgendwas anderes. Das heißt, der Bürger ist nichts mehr weg, die sind nur noch eine Nummer. Wir dürfen konsumieren, möglichst viel ins Gras beißen, damit sie die Rente runtersparen. Wir sind nur noch eine Nummer. Für wenig Geld arbeiten oder für sie kartiert und einen Eurojob versklaven und gut ist. Ja? Also das sind so die Fragen des Abkommens. Teaser ist ja nur noch schärfer. Ich meine, wir haben ja 12 Millionen Arbeitslose. Glaubt bloß nicht den Statistiken vom Amt. Glaubt immer nur der Statistik, die er selber gefälscht hat. Aber wir haben 12 Millionen Arbeitslose. HG1, Hartz IV, Umschüler, Frauen oder Männer, die keinen Anspruch auf Hartz IV haben, weil der Partner zu viel verdient und. 12 Millionen Leute. Wir haben 500.000 offene Stellen. Ihr könnt euch überlegen, wie eure Chance aussieht, dass ihr einen Job kriegt. Und jetzt kommt noch Teaser. Teaser besagt, man darf für ein halbes Jahr Billigarbeiter aus Asien hierher schaffen für einen Dumpinglohn, entlässt die überbezahlten Leute, die schickt man dann in Hartz IV und nach einem halben Jahr wird dann die Belegschaft mal lustig wieder ausgewechselt. Hallo, wollen wir denn eigentlich haben? Nein! Wollen wir den überhaupt haben? Nein, wir wollen mal selber hier unser Leben, unseren Job bereiten. Ja? Also das ist TTIP, das ist Teaser, das ist CETA. Merkt euch einfach die Schlagworte, geht ins Internet, guckt mal nach, was es da schöne Berichte gibt. Man kann jetzt auch diese Geheimverhandlungs-PDFs bei der EU-Kommission lesen. Die gibt es in Deutsch, die gibt es in Englisch, die gibt es auch in Französisch. Guckt euch die Dinger an und wünsche dann allen nur frohes Gruseln. Danke. Jetzt hat sich jemand vorgestellt, der auch
bist bei dir. Hallo. Okay. Dann quatsch ich nur. Du bist zu mir. Du wolltest auch noch was sagen. Hi. Hallo. Ja. Tag. Rainer Thiel. Ja, ich weiß, wir kennen uns. Ja. Hallo. Ich bin am Fernsehturm. Ja, warum weiß kommt ich. Ihr nicht rüber? Weil wir warten auf euch. Weil wir extra angemeldet haben. Habt ihr gemeldet? Genau. Wir haben angemeldet. Ich habe angemeldet. Bis wann? Bis 20 Uhr. Naja, und wir sind bereit bis. Wir haben bis 21 Uhr. Alles klar, dann kommen wir bestimmt noch rüber. Wir müssen zusammen. Das ist richtig, müssen wir, aber wir müssen. Ja. Ja? Ja. Ich habe das auch schon gesehen, was ihr macht. Hallo. Schön, dass du hinter der Feuchte. Ja, das ist die Zukunft. Ich bin der Schiller. Ich war anderthalb Monate nicht in Deutschland. Ich war in Portugal unterwegs und bin durch Spanien gefahren und so. Es ist einfach der Wahnsinn, wie die Leute schlafen immer noch in die Discounter rennen, ja. Das in Spanien, wenn man sich mal drüber nachdenkt, das Land ist tot. Es gibt keine Bäume, es ist alles runter irgendwie geschreckt, ja. Es ist trocken. Die Früchte, die man da bekommt, irgendwie, das sind auch alles nur irgendwelche Monsanto-Früchte. Ja, das ist irgendwie der Hammer, wenn man auf den Markt geht oder in so ein Einkaufszentrum, da gibt es noch nicht mehr Bioprodukte. Es ist alles nur irgendwie verseucht. Wenn ich hier nach Berlin zurückkomme, sehe ich nur, dass sich hier gar nichts verändert hat, sondern da sehe ich nur, dass irgendwie irgendwelche Leute, die hier andauernd alle spalten, diese Bewegung schon irgendwie zerschreddert haben. Und ich bin echt irgendwie traurig darüber und gleichzeitig erfreut, dass hier immer noch Leute sind, die das Herz am rechten Fleck haben, ja? Die hier hinkommen jeden Montag und immer noch hier diese Demos machen, ja? Ich komme hier hin, ich bin völlig gefühlt und bin einfach voll heulen, ja? Das ist so eine krasse Energy. Dann sind hier diese Sachen, die legen hier die Sachen hin. Wenn ihr Sachen habt, die ihr nicht braucht, irgendwie alte Klamotten oder irgendwas, ja? Legt die hier hin, die haben sich schon Leute eingekleidet. Leute, die hier auf der Straße leben und nichts zum Anziehen haben. Menschlichkeit, ja? Liebe oder Geld ist die Frage. Natürlich Liebe, ja? Liebe bedeutet, ich verbinde mich mit den Menschen. Ich teile meine Sachen. Ja? Ich schaue dir in die Augen, wenn ich mit dir rede. Ich berühre dich. Ich versuche dein Herz zu berühren. Darum bin ich hier. Ich möchte eure Herzen berühren. Ich möchte gar nicht politisch sein, weil Politik ist Sachen von gestern. Es geht darum, dass wir aufwachen zu dem, was wir sind. Wir sind Menschen, ja, mit einer Seele, mit einem Herzen. Wir werden hier übergangen und ausgenutzt und irgendwie als Sklaven hier gehalten in einem freien System. Ich glaube, ich spinne. Aber nochmal zurückzukommen auf die Sache. Die Typen hier, die sich angezogen haben von den Sachen, haben dann auf einmal ihre Reste, die sie hatten, die sie auch nur hier von KFC oder so kriegen, was auch nur irgendwie schon alt ist, rausgeholt und haben es dem Hund gegeben und es mit ihm geteilt. Das ist der Hammer. Die haben ihr letztes Brot sozusagen rausgeholt und es ihnen einfach gegeben. Einfach, weil sie hier auch was bekommen haben. Sie haben hier Menschlichkeit bekommen. Ja? Ihnen ist jemand entgegengekommen. Hier hat niemand gefragt, du, wenn du was haben willst, musst du was dafür tun. Nein. Ja? Du bist Mensch, ich bin Mensch, ich hab was, ich kann dir was geben. Ich hab mehr als du, dann helfe ich dir, Alter. Verstehst du? Und dafür musst du mir nichts geben, dafür musst du niemand sein. Du bist ein Mensch, Mann. Du bist mein Bruder, du bist meine Schwester. Verstehst du? Und wir sollten uns daran erinnern, wir sollten uns daran erinnern, wer wir sind. Ja, wir sind Menschen und wir müssen uns verbinden und wir müssen standhaft bleiben. Und nicht in diese scheiß Primark rennen, Mann. Kinderarbeit, stellt euch mal vor. Wie kann man denn Sachen ranziehen, Mann, die Kinder produzieren? Könnt ihr euch das vorstellen? Meine Tochter, 7 Jahre alt, ja, wenn die arbeiten würde, kann ich mir gar nicht vorstellen. Stellt euch mal vor, die müssen hier arbeiten und wir gehen dann die Sachen ganz billig kaufen und anziehen und fühlen uns voll toll, ja? Toll nach den Vorgaben vom System. Wir müssen da einkaufen, wir müssen so aussehen, wir müssen sogar da und da reisen, wir müssen das und das essen, damit wir die und diese. Fuck off, ganz ehrlich, ihr könnt mich mal, kotzt mich an. Ganz ehrlich, ich kotzt mich richtig an. Ich bin so froh, dass ich hier bin, ja? Und dass hier wieder ein paar Leute sich mehr versammelt haben, ja? Es zeigt einfach nur, dass die Leute auch irgendwie wirklich sehen, dass irgendwas schief läuft, ja? Wenn man Wahres spricht und vom Herzen, dann berührt man auch die Menschen im Wahren im Herzen. Ja, und das ist alles, was ich sagen wollte. Dankeschön. Danke. Da muss ich ja gleich mitholen, aber sie hat mit allem, was sie sagt, total recht. Überlegt euch wirklich, wenn ihr nächstes einkauft bei Primark, was ihr da eigentlich macht, was ihr unterstützt. Holt eure Kohle vom Konto und denkt einfach mal wirklich nach, was hier abgeht. Die meisten nehmen den Trott, dass sie früh aufstehen, gehen arbeiten und ihre Kiddies abstecken, ins Zimmer vor den Fernseher.
setzen sich auf ihre Couch, machen, wenn es hochkommt, noch ihr Bier auf. Und das war's dann schon. Dann freuen wir uns noch einmal auf unseren Urlaub im Jahr. Ne? Der ist ganz wichtig und kriegt nicht mit, wie die Welt langsam echt untergeht. Und wenn ihr denkt, ich übertreibe, dann macht einfach mal euer Internet an. Vielleicht nicht, um bei Facebook irgendwelche Tierquälerfotos zu posten, was super wichtig ist, aber hier brennt es viel tiefer, Leute. Ja, und jeder, der hier mit Kind steht, sollte auch überlegen, wo er essen geht, ob bei Burger King oder McDonalds. Es gibt Unterschiede zwischen Lebensmitteln und Nahrungsmitteln, ganz wichtig. Sollte vielleicht auch mal jeder wissen, auch wenn ich nicht so aussehe, aber ich beschäftige mich mit. Und ich würde jetzt gerne mal weiterreichen an Rui. Und eigentlich wurde schon alles gesagt. Ich möchte mich bei dieser Person bedanken. Du hast genau das gesagt, worum es mir zum Beispiel geht. Ich finde es richtig scheiße. Es werden tausende von Tierquäler-Fotos gepostet irgendwie. Aber hey Leute, im Winter sterben Leute. Die sterben hier auf der Straße. Die sterben nicht nur in der dritten Welt oder sonst wo. Und ihr guckt drüber hinweg. Ihr geht einfach hin und sagt, oh, der arme kleine Pudel, der wird abgefackelt. Ey, wie viele Leute werden hier abgefackelt und keiner spricht drüber? Geil im Arsch! Weil man einfach wegdrehen so. Ja? Was soll ich sagen? Ich bin kein guter Redner, ich schreibe, ich habe eine große Fresse irgendwie. Also wenn ich durch die Straße gehe, dann gibt es auch mal ein bisschen Provokation so. Ich meine es nicht so, ich bin einfach bis hier und deswegen habe ich entschlossen, ich halte mein Maul nicht mehr. So, und ich habe auch keinen Bock mehr auf Beispielmelodien, weil die versteht keiner, versteht hier keiner. Wenn ich hingehe und sage, hey, komm, lass uns reden, hier, ne, dann gehen die Leute hin und sagen, oh cool, eine schöne Unterhaltung. Wenn ich aber sage, ey, du Arschloch, du gehörst dazu, ne, so. Dann gehen die Leute hin und sagen, ey, Moment mal, was hat er gerade zu mir gesagt? Was hat er zu mir gesagt? Der hat Arschloch gesagt? Ey, selber. So, aber ey, ich bin halt ein Arschloch und ich bin's gerne. So, weil ich einfach auf das, was uns da oben erzählt wird, so Wischiwaschi, hey, wir machen hier Frieden irgendwie so, hey, das sind Penner! Ja, das sind Lügner, die versuchen, die benutzen uns. Von deren Kinder steht keiner an der Front. Das sind unsere Kinder, die verheizt werden. Das bist du. Frag doch mal die Merkel, ob sie sich eine Uniform anzieht. Frag doch mal den Gauk, ob er da steht und sagt, ey komm, ey, ich stehe in der ersten Reihe, weil du bist für unser Land, ey. Es tut keiner was für unser Land. Es tut keiner was. Und es liegt an uns einfach zu sagen, ey komm, scheiß was aufs Land, scheiß was auf die Politik. Ich bin Mensch, du bist Mensch, wir kommen alle nach zur Welt. Es ist egal, welche Hautfarbe, welche Nation. Hey, ich werde als Neurechter beschimpft. Hallo? Seitdem ich 12 bin, in der autonomen Szene tätig gewesen. Ich habe Häuser besetzt, ich habe Bullen verprügelt und Steine geschmissen. Ich lasse mich nicht von irgendwelchen Vollidioten als Nazi hinstellen. Mir reicht's. Aber wir sind friedlich. Peace. Jeder Song ist was Besonderes für uns, so auch dieser hier. Zaczyna. Pamiętam tamte lata, jak Anita, moja pierwsza dziewczyna. Pamiętam tamten dzień, godziny żegnania. Wyjeżdżam z płaczem i na zawsze do Niemiec bez zapytania. Mama sama nie wiedziała, kiedy ja będzie. Ile wersji lecie dnienia się kryje z mojej legendy. Do widzenia Okopowa, kołobrzeg marzenia. Do widzenia pan Mickiewicz, to dla nas piękne wrażenia. I ja nigdy nie zapomnę moich chłopaków z Fokenera. Uszłych Wulkandrzeja, zanim poszedł na zawsze. Jak suski z nieba do nieba i jak kolorowy świat to był. Jaka była era, Czarek pamiętasz jak to było przed bokiem. Wojna w RDF-ach, weźcie smokiem, ganianie pod płotem. Pamiętasz jakie to piękne życie było bez kłopotów. Jak robiliśmy ognisko u cioci Ali przy blogu. Pamiętasz na to pełny luz, plaża i już blisko polą. Młody ziomek, pierwszy raz kobiecy bluz. Jak co mogłem przyjeżdżałem na ferie. Aż ponad 20 lat zmieniło wszystko zupełnie. Dzisiaj prawie już nikogo z dawnych czasów nie widać. I nasza pamięć powoli, stare zdjęcia zagina. Dlatego sobie przypominam tamte wspomnienia. Zamykam oczy i na moment widzę, może to są te słowa. Nie kładamy budy
ideja łączona zapora wyletały tu nie gomory. Owa szyba dobija, bokie was za blizu, dok my swira ta melodia. Ladna owa uleca, dusza mi jest jedyna. Owa hip-hop muzyka, ljuba moja jedyna. Tako są te stary, nie ma szansy na to złapi. My mam łatwo szlosy pory, ma majku koja party. Idę ja, noga boli, rysz mi atu spad. Trebam da se pomolim, grym svaki dan. Iść na wykajne maju, nogi wek po mnie do maju. Stary mu tu dzielny, odiść tepe, jeden czaj do mnie. Czułem swoje jedyno, dworim se sam nie wiedzą. Pazim owo oko slano, świetli mi koja zero. Czułem, da mi świetli świecza. Różna je noć, ale nie pa je zwiedza. Słata. Aufgewachsen und schon bald zu Mann geworden. Merkte dann, man lässt dich hier allein mit diesen ganzen Sorgen. Niemand wird dir helfen und irgendwann verschwindest du. Die Helden meiner Kinder waren in Chatterheim und Winnetou. Wir waren immer draußen, spielen mit vielen Freunden, während die Alten resignieren hinter Gardinen und Zäunen. Jetzt kommen die Krisen aufs Neue und Maschinen kehren die Feinde. Sie orten dich per Google Maps und niemand hört die Hilfe schreien. Was ist los mit euch? Keiner kann die Zeichen sehen, aus der Afghanistan. Blut färbt diesen weißen Schnee. Ich muss mich entscheiden, will ich Teil sein von einem System, mit dem die Alten rein, weil die Reichen. Ich nehme Leichen, geh ich mal. Los, jetzt bekomme ich einen schweren Tee. Oh, oh, was schreibt mir Kretschi, ich habe es Konzert. Ich muss Jesus dauern am Zico-Melodia. Zico-Melodia. Zico-Melodia, oh, 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 oh. Dankeschön. Unsere Musik soll für die Menschen sein, die oft denken, sie sind alleine mit solchen Gedanken, wie wir sie hier aussprechen. Ihr seid nicht allein, das seht ihr hier. Es gibt ganz viele Menschen, die ihren eigenen Weg gehen. Also, weitermachen, lasst euch nicht einsperren. Frei sein, schwerelos, guter Tag, um rauszugehen. Sie ist im Video und versucht, ihr bleibt das auszureden. Dann geben sie Befehle und sie decken dich mit denen. Ein ewiges Gerede, sie bezwecken nur das Gegenteil. Stress und Vereinsam, wie man echt nicht und leicht kann. Du hast recht, denn du lässt dich nicht einfallen. Tut mir leid, dass wir keine Bürokraten sind. Eure Welt kommt mir vor, als wenn ihr vorhandelt. Wie wirst du sehen, wie die Wolken sich steigen. Und deine Augen, dann schimmert in einem goldenen Schein. Das sollte es sein und immer weitergehen. Wenn wir beide uns sehen, bleiben die Zeiger stehen. Sie wollen das nicht verstehen und quatsch mich an Gaul voll. Ich stelle mir dabei vor, wie er zu vor einer Mauer rollt. Man bringt mich also, wo ich bleibe, relax. Sag ja, 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 doch eigentlich weg. Wir wollen, dass wir leben wie ihr. Lass uns schon sterben und seid deswegen frustriert. Was soll? Wir von der Sterne aus der Leben nicht stärkst. Wir sind hier, um zu sterben. Ihr wollt, dass wir leben wie ihr. Lass uns schon sterben und seid deswegen frustriert. Was soll? Wir von der Sterne aus der Leben nicht stärkst. Wir sind hier, um zu sterben. Also jetzt, zieh mal die Mütze auf, schreibe die Haare, welche Sport bei der Bundeswehr und verteidige schön unser Land. Besser als Musik, oder? Sie lieben sich selbst und du musst gehorchen. Überziehen diese Welt mit Frust und Zorn. Du sollst mitmachen und dich einreihen. Doch wir sind keine Sklaven, nein, wir wollen frei sein. Und bitte glaub mir, ich starte hier keinen Aufsatz. Ich vertraue dir und weiß, dass du allein auf dich aufpasst. Du denkst negativ und du bezweifelst auch das. Und dann wirst du von einem verraten, den du am meisten vertraut hast. Schon klar, sie wollen nur das Beste für dich. Dann fesseln sie dich doch, merk nicht das Schlechtes für dich. Dieser Track ist für dich. Und hol dich da raus, ich seh, wie du ihn anhörst. Ich höre sehr oben im Auge, ehrlich. Ich geh weg, weg, was ihr alle entdeckt. Denn es ist mein Leben und nicht das der anderen Menschen. Yeah, yeah, du weißt, was ich jetzt denke. Meine Hand, du lass uns einfach weg, weg. Ihr wollt, dass wir leben wie ihr. Lasst euch einsperren und seid deswegen frustriert. Was soll? Was wir von euch lernen, außer Leben des Stress. Und wir sind hier, um zu sterben. Ihr wollt, dass wir leben wie ihr. Lasst euch einsperren und seid deswegen frustriert. Was soll? Wir von euch lernen, außer Leben des Stress. Und wir sind hier, um zu sterben. Ich lass mich nicht einsperren. Oh, ich lass
mich nicht einsperren. Bitte lass uns nicht einsperren. Oh nein. Weil wir leben, was wir lieben, geht alles wie von allein. Diesen Wind so verlassen, würde ich mir niemals verzeihen. Siehst du die Eltern daheim, wie sie die Kinder anschreien? Für solche Fälle habe ich immer zwei Mittelfinger dabei. Ihr wird auf, mein Junge, warum vergesst ihr das? Bleibt mal locker und falls uns nicht mit eurem Stress verlassen. Das System ist krank und hat sie angesteckt. Doch ich mach doch nicht mit, ich bleib frei von dem ganzen Stress. Ist schon okay, wenn ihr negativ denkt. Aber bitte, Alter, was los? Sieh du es doch nicht rein. Lass mich nicht einsperren. Lass mich nicht einsperren. Bitte lass mich nicht einsperren. Ihr lasst euch einsperren, seid deswegen frustriert. Was soll, was denn, was? Wir von euch lernen, aus der Leben Stress und wir sind hier, um zu sterben. Ihr wollt doch auch frei sein, oder? Nein. Ja! Macht mal einen Applaus für die Freiheit und für die Liebe in dieser Welt. Also, schön, dass es heute wieder geklappt hat und dass auch so viele Leute gekommen sind. Wir freuen uns, dass wir heute hier sein können. Wollt ihr noch mal einen hören von uns? Okay. Wir spielen noch einen, oder? Zeit für Sorgenfrei. Alexander Plass muss für einen Moment Gewalt. Keine Gewalt mehr, wir wollen den Frieden hier. Langsam werde ich draußen alt, doch bin ich hier aufgeprallt. Stempel, deutsche Visa und gesichert ist mein Aufenthalt. Ich denke, ich habe Sorgen, bis ich anfange zu schreiben. Es ist das, was mir geworden ist. Ich bin für die Zeit. Ich mache mir keinen Kopf mehr und ich bin auf meinem Weg. Dinge des Lebens verschwinden im Nebel. Ich komm wieder klar, ab heute bin ich sorgenfrei. Heute wird der Tag dieser, der mich so nach vorne treibt. Führe mich durch Tag und Nacht, spätend hab ich nachgedacht. Wollte meine Träume leben und hab sie für mich wahr gemacht. So recht durch meinen Kopf, Leute, rede schlechtes Zeug. Die Probleme, die an dir, ich übergebe sie an euch. Das Leben ist so wunderbar, ich komm wieder klar damit. Jetzt kann es kaum erwarten, was es halt die nächsten Jahre gibt. Stress hier, Kerl, mach nen Cut wie ein Schwert. Meist lieber den Dingen, ich hab wie ein Bergstein. Ich bin sorgenfrei, sorgenfrei, sorgenfrei. Ich hab keinen Bock auf den Stress. Es ist sorgenfrei, sorgenfrei, sorgenfrei. Mach mal doch mal den Lecker. Es ist sorgenfrei, sorgenfrei, sorgenfrei. Sorgenfrei, sorgenfrei, sorgenfrei. Doch ich geh schon wieder ein. Kann schon sein, dass du mal nicht weiter weißt. Verzweifle nicht gleich, aber es fügt sich schon zu seiner Zeit. Ich verlasse mich drauf und weiter einfach ab. Denn das sollst du verstehen, nicht in meiner Meinung. Menschen, die nicht wissen, sondern glauben und vertrauen. Wir brauchen Grund, um zu glauben, denn wir glauben mit den Augen. Was wir sehen, können wir greifen, doch wir fühlen uns noch schlecht. Doch wenn die Sonne für uns scheint und wir spüren hier beim Herz. Vielleicht fühlst du uns jetzt, das ist Kult, jeder Augenblick. Denn ihr Vertrauen geht schon in gute Laune schick. Hab Geduld, du wirst sehen, lange braucht es nicht. Und du lebst auch dein Traum. Genau wie ich, was sonst? Wir denken viel zu viel nach, tun dies, tun das. Oder wie siehst du das? Alles ist so wie es ist und mein Schicksal bin ich. Ach, sicher ist nicht. Viele Dinge regeln sich inzwischen von selbst. Wirklich wichtig ist nur, was dein Gewissen erzählt. Ich hab gelernt zu vertrauen und auf Antworten zu warten. Meine Schultern sind gewachsen und nach Antworten von Tag lebe ich so. Keine Sorgen, keine Sorgen. Ich hab keinen Bock auf den Stress. Es ist sorgenfrei, sorgenfrei, sorgenfrei. Mach mal auch mal relax. Es ist sorgenfrei, sorgenfrei, sorgenfrei. Ich bin nicht sorgenfrei, sorgenfrei, sorgenfrei. Doch ich geh schon wieder, ich hab den Gefühl, ich hab besorgt, wie ich fließen. Und jeder fühlt mich immer allein, mit allen vielen Problemen. Du hast mich fliegen gesehen, doch wie ich fliegen geschehen. Ist mir auch viel, wenn wir im Spiel entgegen sollen. Ich reiche getroffen mit Kapital auf der Seite. Zu Gast, auch nur sagen das Gleiche. Es ist egal, wie viel du hast, niemals kriegen die genug. Ohne Sorge ist nur der, der den Frieden in sich sucht. Sorgenfrei, 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 oh. Endlich sorgenfrei, sorgenfrei, sorgenfrei. Mach mal locker, relax. Dankeschön.
machen eine kleine Pause und ja, vielen Dank, dass wir hier sein dürfen. Wer CDs haben möchte, kann es gerne hier bei uns eine mitnehmen. Bei uns läuft das gegen Spende, damit wir finanziell unabhängig bleiben können von großen Musiklabels und so. Wir wollen unsere Kunst frei zur Verfügung stellen und deswegen könnt ihr selbst entscheiden, was es euch wert ist. Einfach mal fragen bei der Caro, die steht da vorne, oder hier selbst mitnehmen. Dankeschön. Ja, also wir stehen hier Frieden, denkt nicht gleich wieder Frieden, der fängt überall an, erstmal bei jedem bei euch selber. Wir sind der Aktivistenkreis Berlin, starten montags immer Demos, fangen beim Reichstag an mit einem Laufen und uns freuen, wenn ihr einfach dabei wärt. Danke. Herr Dieter, was soll das sagen? Ja, ich war ja vorhin schon mal. Moment, musst du wieder raussuchen. Eine Idee, wie man auch Frieden schafft, ist, für alle ein bedingungsloses Grundeinkommen zu initiieren. Und da kenne ich jemanden schon seit vielen Jahren, seit 2008, neben der Susanne Wies, die ja bei den Piraten im Greifswald ganz aktiv ist und die schon mal eine Petition im Bundestag dazu gestartet hat. Unter anderem hier auch unser Berliner Ralf Bös von der Aktion Bedingungsloses Grundeinkommen. Und wer sich damit mal gerne befassen will, verschwindet hier immer auf dem Handy. Jetzt Ende Oktober, Anfang November ist im Essentis Bioseminarhotel an der Spree, das ist irgendwo in Oberschöneweide, findet eine Zukunftswerkstatt der Visionäre statt. Und dort wird der Ralf Bös am Samstag, den 1. November um 17 Uhr einen Vortrag zum Thema bedingungsloses Grundeinkommen auf der Konferenz der Visionäre halten. Also wer sich auch damit mal befassen will, und ich kann es nur jedem an Herz legen, sich mit dem bedingungslosen Grundeinkommen mal auseinanderzusetzen, denn wir werden nicht drum herumkommen, der sollte da vielleicht mal hingehen, sich das mal anhören und vielleicht auch mal mit dem einen oder anderen, der da schon ein bisschen eher mit befasst ist, mal diskutieren oder ein Gespräch führen oder einen Informationsaustausch. Also 1. November, Samstag, 17 Uhr im Essentis Bioseminarhotel unten in Oberschöneweide, der Ralf Bös. Danke, Perlita. So, wir haben noch 8 Minuten. Hier ist jemand, der ans offene Mikro möchte. Das ist der Jan Henrik und er spielt ein bisschen was auf seiner Gitarre in 2, 3 bis 6 Minuten. Okay. Wie gesagt, erkundigt euch, googelt unbedingt Dinge wie Monsanto, TTIP, Teaser, Fracking. Das sind Sachen, die gehen euch was an und nicht den Krieg in der Ukraine, obwohl der sollte jeden Einzelnen von euch was angehen, weil wir mischen mit. Okay? Hier vorne sind Flyer, kann sich jeder nehmen, kann jeder lesen, warum wir hier stehen, wieso, weshalb, warum. Zumindest ein kleiner Teil davon. Danke. So, kleine Überbrückung, der Thomas hat uns dabei. Ich habe noch kurz was vorbereitet. Ihr habt ja vorhin schon ein kleines Gedicht von mir gehört. Mir geht es eher um die Zwischenmenschlichkeit und um die positiven Dinge im Leben. Ich fokussiere mich nicht mehr ganz auf die negative Scheiße. Darum ein kleines Gedicht. Der Glaube und das Wissen, wie etwas funktioniert, kann Berge versetzen, wenn es mit Liebe passiert. Aus Glaube wird Wissen durch Erfahrung und Überzeugung. Man schwächt sich nur selbst durch Lügen und Verleumdung. Lass dein Herz für dich sprechen. Jeder zugefügte Schmerz wird sich rächen. Doch auch jede gute Tat kommt auf dich zurück und verschönert dein Leben Stück für Stück. Drum trage Gutes in die Welt aus ganzem Herzen. Denn nichts aus der Liebe macht dir je mehr Sinn. Anschließend würde ich euch gerne noch ein Gedicht zum Thema Liebe vortragen. Das Gesetz der Liebe. In den heutigen Zeiten herrschen mehr und mehr Kriege. Kaum ein Mensch lässt sich noch leiten vom Gesetz der Liebe. Doch das Gesetz der Liebe ist das Höchste in unserem Dasein.
und nicht die Befriedigung unserer Triebe. Das sollte jedem klar sein. Das Gesetz der Macht ist der Gegenpol dazu. Doch würde ich gern Licht sehen in dieser geistigen Nacht, dann bleibt die Macht für mich ein Tabu. Alle Menschen mit den gleichen Augen zu sehen, das Gesetz der Liebe, ein wenig glaube ich es zu verstehen. Dankeschön. Danke, dass ihr hier seid. Ich hoffe mal, dass wir die Technikprobleme einigermaßen in den Griff bekommen. Wenn du das, was du jetzt hörst, noch ein bisschen lauter wird, könnte ich mit dir auch anfangen. Ja, das läuft schon. Okay. Hast du noch 4 Minuten? Ich habe noch 4 Minuten. Der Song dauert natürlich ein bisschen länger. Und wir überziehen. Das ist genau die Regel vom Telefon, ja genau. Und bitte ein bisschen die Messer runterdrehen, weil sonst macht das noch keinen Spaß. So, die starte ich dann statt den Song jetzt nochmal von vorne, damit das hier auch ordentlich ist. Ja? Das dürfte klappen. Ein bisschen lauter vielleicht. Okay, das ist ein Song über multinationale Konzerne. In der Politik ist es grundsätzlich so, dass die Reichen immer reicher werden wollen, den Armen immer mehr Geld wegnehmen. Das ist ziemlich idiotisch, weil die Reichen ja eigentlich schon genug haben, aber sie haben auch mehr Angst, ihre Kohle zu holen, nicht zu verlieren. Yeah.
Okay.